Hallo, ihr Lieben. Ja, ich möchte noch ein Video machen zu meinen Dingen, die ich jetzt loswerden möchte. Und ja, vielleicht gehe ich mal näher ran, sodass ihr was erkennen könnt. Da oben steht etwas zum Thema Schamanismus. Darunter ist einiges zum Thema Zahlen. Da sind eben auch ja, jeweils immer auch Kartensets dabei. Oben waren ja auch welche, die ganz nett waren. Ja, dann kommen wir hier den großen Teil des Yogas, wobei da nicht alles steht. Ich habe noch einige hier verteilt in der Wohnung, aber auch darüber kann man sprechen. Dann ist hier das Thema Gesundheit und da eben hauptsächlich ja die Dinge, die vielleicht für dich hilfreich sind. Darunter ist dann auch noch einiges an Nachschlagewerken zum Thema, was sagt denn die Krankheit mir? Wenn das an einer bestimmten Stelle ist, was sagt das dann da? Und was könnte das für eine Bedeutung haben? Und darunter das Thema NLP und Mikro, ja, Mimik. Auch sehr spannend. Wenn du da interessiert bist, herzlich gerne. Ja, hier sind einige Dinge zum Thema Tarot. Da so Allgemeines. Ja, und hier siehst du meine größte Klangschale, die ich natürlich nicht mal einfach so abgeben kann, weil die war über 1000 Euro teuer. Und daneben haben wir noch eine, die auch fast 2000 Euro gekostet hat. Also da ist schon etwas. Natürlich will ich jetzt nicht diesen Preis dafür haben, aber sehe es mir nach, dass ich diese Dinge nicht mal eben für 5 Euro abgebe. Dafür wäre es zu schade. Dann will ich schauen, dass ich vielleicht einen richtigen Aufkäufer finde. Ja, hier auch wieder ein paar Klangschalen. Hier ein ja, wichtiges Regal. Nehmen wir mal die CDs da raus. Das Wichtigste an diesem Regal ist eben ja, die deutschen und englischen Werke von Jane Roberts, vielleicht eben das bekannteste Gespräche mit Seth bekannt. Ja, darüber ist so allgemein jetzt nicht mal meine Sachen da, sondern da mehr den Aspekt der Bücher, wo es eben um Thema Religion geht. Ja, was haben wir denn da noch? Ach, da unten haben wir ja auch noch was. Ja, das Thema Rückführung, Nahtoderlebnisse und all das, was man da erleben kann. Und darunter noch auch so Allgemeines. Wenn du anhältst, dann reinzoomst, dann kannst du ja vielleicht Näheres erkennen. Ja, mein Regal voller Dankbarkeitsbücher, vielleicht auch für die einen, den anderen interessant. Ja, da haben wir mal noch so gemischte Sachen, wie zum Beispiel eben die Sachen von den Sumerern mit den Anunnakis. Wen das interessiert, der kann hier fündig werden. Ja, Neil Donald Walsh natürlich. Was haben wir da noch? Ja, auch ganz wichtig für mich gewesen in meiner Entwicklung Robert Monroe, der Mann mit den zwei Körpern und der eben ja ganz viel berichtet hat über seine außerkörperlichen Reisen. Ja, da oben gibt es auch noch was zu entdecken, so ganz allgemeine Bücher, die vielleicht dir helfen, ein bisschen mehr, ja, Gutes zu entdecken im Leben.
Was haben wir da noch? Da hinten haben wir noch entsprechend alles zum Thema Liebe. Ja, ich denke mal, das könnte interessant sein, oder? Und dann haben wir hier noch in dem Regal auch noch weitere Klangschalen. Und ja, da unten kommen dann entsprechend wieder noch Steine, die ja auch gerne abzugeben sind. Ja, was ich nicht mehr machen werde, ist, dass ich das einfach alles so rausschmeiße und sage, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Ja, wenn ich da jemanden sehe, der wirklich interessiert ist, der kann gerne auch 3 Bücher mitnehmen und sicherlich zu einem sehr, sehr günstigen Preis, aber eben nicht umsonst. Und jemand, der meint, er könnte mal eben 10 Bücher einpacken und gibt mir 2 € dafür, dann kann ich sie gleich in den Mülltonne hauen. Weil ich möchte so ein bisschen sehen, dass du das auch würdigen kannst. Natürlich muss ich jetzt eben, wie gesagt, nicht das große Geld damit machen, aber ich möchte schon einen gewissen Ausgleich sehen. Und ja, die Dinge, die wirklich noch fast wie neu sind, ja, trotzdem dann eben, sag ich mal, vielleicht für 20% des Wertes zu bekommen, ist doch schon nicht schlecht, oder? Also, vielleicht hast du Interesse daran und kommst einmal vorbei. Ich werde nichts verschicken. Du musst hier nach Köln kommen und musst es dir anschauen. Okay, ich sage vielen, vielen Dank. Ja. Ja, vielleicht werde ich doch auch das ein oder andere Buch mitnehmen. Aber wenn du mich überzeugen kannst, dass du genau die Richtige bist, die dieses Buch braucht, können wir uns einigen. Danke dir.